Der sogenannte Islamische Staat steht offenbar hinter den Selbstmordanschlägen von Tunis. In einer über das Internet verbreiteten Nachricht des IS sprach Ros Amak, hieß es am Donnerstag, die Angreifer seien Kämpfer der Gruppierung gewesen. In der tunesischen Hauptstadt waren am Donnerstag bei zwei kurz aufeinanderfolgenden Explosionen im Stadtzentrum neben einem Attentäter ein Polizist getötet und 8 weitere Menschen verletzt worden. Wie das tunesische Innenministerium mitteilte, sprengte sich ein erster Attentäter im Stadtzentrum nahe der französischen Botschaft in die Luft, ein zweiter Attentäter nahe einer Polizeistation auf der Avenue Charles de Gaulle. Ob der Attentäter bei dem Angriff ums Leben kam oder fliehen konnte, war zunächst nicht klar.